Hallo, danke an Hugo. Er ist neuer Förderer von Erklär mir die Welt. Lieber Hugo, du sorgst mit deiner Unterstützung dafür, dass Menschen mit wenig Aufwand die Welt besser verstehen können. Dankeschön. Unterstütze auch du den Podcast bitte auf www.erklärmir.at. Und bevor es losgeht, eine entgeltliche Einschaltung von Bitpanda. Kann man Bitcoin eigentlich ausgeben? Klar, du kannst Bitcoin an FreundInnen oder Familie schicken oder damit Waren oder Dienstleistungen bezahlen. Und natürlich kannst du deine Bitcoin-Anteile auch verkaufen und zum Beispiel in Euro umtauschen. Auf Bitpanda kannst du Bitcoin auch gegen 90 verschiedene andere Kryptowährungen tauschen. Das kannst du als AnlegerIn selbst entscheiden. Wenn du beginnen möchtest, in Krypto zu investieren, kannst du das auf Bitpanda tun. Dort kannst du über 90 Kryptowährungen traden, ab nur einem Euro. Du kannst dir die Bitpanda-App herunterladen oder auf bitpanda.com loslegen. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um das Thema Diskriminierung und das erklärt uns Sandra Kostatzky. Hallo. Hallo. Hallo, liebe Sandra, guten Morgen. Magst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen, bitte? Ja, hallo, ich bin die Sandra Kostatzky. Ich leite die Gleichbehandlungsanwaltschaft. Das ist eine unabhängige Dienststelle im Bundeskanzleramt, die einerseits eben so ein bisschen staatlich erscheint, aber jedenfalls zur Aufgabe hat, Diskriminierung zu bekämpfen und Gleichstellung zu fördern. Sandra, du hast mir gestern, das war eine der schönsten Vorbereitungen bisher auf eine Erklär mir die Welt-Folge, du hast mir eine Führung gegeben durchs Volkskundemuseum im 8. Bezirk in Wien, wo gerade eine Ausstellung von euch ist. Und das sind, ich glaube, ihr habt Geburtstag gehabt oder was war da anders? Genau, 30 Jahre, ja. 30 Jahre gibt es euch schon. Und da sind wir so durchgegangen und da waren ganz viele praktische Fälle beschrieben, die ihr betreut habt. Fand ich sehr schön und da wollen wir jetzt ein paar durchgehen. Und die Ausstellung geht, glaube ich, noch eine ganze Weile. Das heißt, wer heute zuhört, kann auch hingehen. Genau, es war ursprünglich bis 1.5. gedacht. Da sie aber so erfolgreich ist, ist es jetzt bis 3.7. Das heißt, im Volkskundemuseum jeden Tag außer Montag möglich. Ich kann es sehr empfehlen. Ein Fall, Frau X, Praktikantin bei einer Bank, 17 Jahre alt und am letzten Tag vom Praktikum passiert was Unappetitliches. Ein Kollege macht eine Pornoseite auf und beginnt zu masturbieren vor ihr. Und Frau X ist dann zu euch gekommen. Mhm. Was ist dann passiert? Genau, also das ist einer der häufigsten, also nicht diese Situation, aber das Thema sexuelle Belästigung schlagt bei uns nach wie vor auch am häufigsten auf. Das heißt, da gibt es auch nach wie vor die meisten Anfragen. Und wie du es jetzt schon angezeigt hast, es sind sehr unterschiedliche, also es können total unterschiedliche Situationen sein, eben in dem Fall sogar sehr massive Vorfälle und es betrifft auch sehr viele, also zum Beispiel auch sehr junge Frauen. Und in dem Fall geht es eben darum, soll die Person jetzt sich gegen diese sexuelle Belästigung wehren. Man kann im Gleichbehandlungsgesetz Schadenersatz vom Belästiger einfordern. Man kann aber auch den Arbeitgeber, die Arbeitgeberin zur Abhilfe dagegen, also zu einer Fürsorgepflicht anhalten. Genau, und in diesem Fall war es so, dadurch, dass sie ja dort nicht mehr beschäftigt ist, war diese Abhilfe natürlich jetzt nicht mehr so möglich, was aber in vielen Fällen sehr wesentlich ist. Es muss irgendwie der Arbeitgeber die Führungskraft Verantwortung übernehmen, also entweder verwarnt man den oder es ist so ein massiver Vorfall, dass der auch entlassen oder gekündigt werden sollte. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die man eben arbeitsrechtlich dann angehen sollte. Das Ziel ist jedenfalls, dass die Person diskriminierungsfrei dort weiterarbeiten kann. Ja, das ist das Ziel. Und in dem Fall war das ja schon vorbei und es geht dann nur mehr um den Schadenersatz gegenüber dem Belästiger. Und da ist etwas passiert, was leider Gott sei Dank selten passiert, aber doch passieren kann. Nämlich, der hat eine Klage angedroht. Er hat sie noch nicht eingebracht, aber eine Verleumdungsklage angedroht. Oft ist ja das Face-to-Face, ne? Das Unternehmen hat sogar geholfen, hat ihm den Anwalt gezahlt und die Betroffene war halt sehr natürlich da in einer schwierigen Situation. Und
Aber es ist ja arg, bei so einem Vorfall, weil die wird das kaum erfinden, dass sich die Bank oder der Arbeitgeber dann hinter den Mitarbeiter stellt. Sowas, wie gesagt, kommt Gott sei Dank sehr wenig vor. Es ist aber in der Ausstellung deswegen auch ein Punkt, weil hier verschiedene, also wir sind ja ganz wesentlich darauf aus, den Rechtszugang zu wahren. In dem Fall ist es so, die Betroffene kann ja auch ein Verfahren bei der Gleichbehandlungskommission anstreben, wo das eben auch geklärt wird, ob es eine sexuelle Belästigung war oder nicht. Die Gegenklagen laufen da meist ins Leere, weil das ist ein nicht öffentliches Verfahren. Es ist auch kein strafrechtlich relevantes Delikt. Das heißt, eigentlich müsste man das dort gut klären können. Man kann auch sehr gut sexuelle Belästigungen face-to-face klären. Wie du sagst, was heißt face-to-face? Also quasi die nur jetzt zwischen zwei Personen passiert sind. Da hat man immer oft so dieses Beweisthema. Aber gerade bei sexuellen Belästigungen ist es so, dass wir halt wahnsinnig viele Erfahrungen haben und Situationsbeschreibungen halt sehr glaubhaft auch immer wieder unterstützen können, die gut darzulegen. Und das ist schon auch erfolgreich, wenn es nicht, also sehr häufig auch erfolgreich, wenn ich jetzt keine Zeugen und Zeuginnen habe. Also diese Möglichkeiten gibt's alle, aber in dem Fall war es eben so, dass die Betroffene einfach sehr viel Angst gehabt hat und wir eine Möglichkeit nicht haben, was sehr schade ist. Wir können nicht selber klagen, also wir können die Klage dann nicht begleiten, wenn sie zum Beispiel geklagt wird. Es gibt da verschiedene Rechtsschutzeinrichtungen. In solchen Fällen kann auch die Arbeiterkammer manchmal helfen. Aber es ist natürlich so ein bisschen, wenn man so, sagen wir mal, schlagt bei uns auf und will von uns beraten werden, dann wäre es natürlich für uns auch wichtig, dass wir in solchen Fällen auch unterstützen können. Die Betroffene war so im Eck, hat auch sehr große Angst gehabt. Wir haben sie zwar beraten, dass wir ihr trotzdem helfen können, eben auch vor die Gleichbehandlungskommission gehen, zu schauen, dass sie Rechtsschutz kriegt, zu schauen, dass Verfahrenshilfe besteht. Nichtsdestotrotz hat sie dann auch aufgegeben. Also auch sowas passiert, auch wenn wir mit dem einsteigen, sage ich, ganz toll ist, dass aber in vielen anderen Fällen genau das Gegenteil passiert, nämlich, dass wir gute Vergleiche zustande bringen können. Aber das Verfahren, also so ein Rechtsverfahren oder überhaupt so eine Rechts, also das Recht in Anspruch zu nehmen, ist natürlich begleitet von vielen Hürden und Schwierigkeiten und deswegen gibt's uns auch, damit wir das überwinden können gemeinsam. Zu Fällen mit positiven Ausgängen kommen wir dann auch, gibt's Gott sei Dank auch genug. Und jetzt bei diesem Fall zu bleiben, ist ja schon mal ein mutiger Schritt, dass man überhaupt zu euch geht. Ist ja auch nicht so einfach, wenn sowas passiert. Das ist ja eine arge Demütigung, ein arger Übergriff, der einen psychisch fertig machen kann oder wahrscheinlich immer macht. Ist mir ein mutiger Schritt, zu euch zu kommen, da mit anderen drüber zu reden, das zu teilen. Und dann, wenn man jetzt so gegen einen Mitarbeiter, der das Backing hat von einem großen Unternehmen und man ist 17 und man hat vielleicht auch noch andere Dinge im Leben, die einen beschäftigen, ist es dann schon, auch wenn es jetzt in diesem Fall traurig ist, dass es dann keine Konsequenzen gab, auch nachvollziehbar, dass man sich das nicht immer antun möchte, das finanzielle Risiko und auch dann jetzt wieder vor Gericht mit wem zu sitzen, das nochmal fünfmal durchzukauen. Ja, also da gibt es so verschiedene Punkte, die du angesprochen hast. Ich glaube, das eine ist ganz wichtig, dass wir als Gleichbehandlungsanwaltschaft ganz niederschwellig zugänglich sind. Ja, bei uns kann man anrufen, bei uns kann man auf unsere Homepage gehen, in einem Online-Formular ausfüllen sofort, was ist passiert. Man kriegt dann auch einen Rückruf. Und lustigerweise ist nach wie vor dieses telefonische Erstgespräch einfach auch von den Menschen sehr wesentlich und beliebt. Warum? Man muss einmal ankommen können, ja. Man muss diese Geschichte erzählen und nicht sofort auf irgendein Amt oder irgendwen stoßen, der vielleicht sagt, was ist da passiert und warum und wieso und vielleicht dann noch komisch abfragt und vielleicht auch, wenn auch unbeabsichtigt, in Frage stellen wird. Das heißt, bei uns gibt's, glaube ich, und das ist auch in der Ausstellung sehr schön sichtbar, eine wesentliche, also wir versuchen sehr stark, dass die Leute bei uns gut ankommen können. Wir haben ganz tolle Erstberaterinnen am Telefon, die da wirklich eine Wahnsinnsarbeit leisten. Und das andere ist das, dass ein bisschen hat bis jetzt, sage ich mal, der Gesetzgeber die Entscheidung getroffen, diese gesamtgesellschaftlichen Probleme von Diskriminierung so den Einzelpersonen zu überlassen, sage ich mal, wenn man es ein bisschen provokant sagt. Deswegen auch unsere Stelle als Unterstützung zumindest, aber wir müssen natürlich auch mit den Fällen versuchen, etwas anderes zu machen, nämlich in die Unternehmen reingehen und dort proaktiv für Gleichstellung zu sorgen. Also sprich, wir bieten Schulungen an,
Wir sagen bei jedem Fall von sexueller Belästigung her, ihr müsst was tun, ihr müsst bei euren Führungskräften, ihr müsst schauen, ob die Leute wissen, was in solchen Fällen wirklich zu tun ist. Ihr müsst überhaupt die Kultur vielleicht ändern. Also diese Themen sind bei uns genauso wesentlich wie der Einzelfall. Und deswegen sage ich halt auch immer, jeder Fall ist total wichtig, auch wenn ich selber vielleicht nichts machen will. Weil du sagst, viele tun sich das nicht an. Ja, aber auch diese Person, das junge Mädchen, ist insofern auch gestärkt, hoffe ich, weil sie zumindest weiß, es war rechtswidrig. In Zukunft gibt's diese Stelle. Vielleicht komme ich in Zukunft früher. Vielleicht sage ich was. Vielleicht gehe ich sofort zu meiner Vorgesetzten und sage, hey, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Ja? Mhm. Also, und wir können natürlich diese Fälle dann dokumentieren und können damit auch Veränderungen vorantreiben. Du hast gesagt, die Homepage, da gibt es ein Online-Formular. Wie ist da die Adresse? www.gleichbehandlungsanwaltschaft.gv.at. Noch ein Punkt, du hast die Gleichbehandlungskommission angesprochen, die man aufsuchen kann, die dann klärt, in so einem Fall, wo der eine sagt das, die andere sagt das, die dann klärt, was ist jetzt plausibler und wer hat Recht, wer ist im Unrecht. Mhm. In dem Fall ist sie dann nicht aufgesucht worden. Mhm. Wenn die Gleichbehandlungskommission feststellt, das war ein Fall von sexueller Belästigung, was wäre dann der nächste Schritt? Gibt es dann automatisch Schadensersatz? Nein, also das kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie wir sind die beratende und unterstützende Einrichtung und die Kommission ist sowas wie ein quasi Gericht, eben ohne ein richtiges Gericht zu sein. Und dann kommt eine Empfehlung raus. Und die Gleichbehandlungskommission gibt auch einen Vorschlag. Ja, also sagt, das und das wäre jetzt zu tun, um die Diskriminierung wirklich zu beenden oder eben eine Verbesserung hervorzubringen. Und in dem Fall können wir wieder einsteigen und versuchen, einen Vergleich, zum Beispiel eine vergleichsweise Lösung zustande zu bringen. Aber gerade bei diesen ganzen Belästigungsfällen in der Arbeitswelt ist das Wesentliche eigentlich sogar im Vorfeld, dass wir im Vorfeld intervenieren, dass wir im Vorfeld, bevor es überhaupt schon zu einem Verfahren kommt, beim Arbeitgeber das einfordern oder bei der Arbeitgeberin, dass hier eben Maßnahmen gesetzt werden. Ja? Vielleicht die Gespräche einmal führen. Ja? Also die wenigsten wollen ja wirklich den Schadenersatz, die meisten wollen, dass es aufhört. Ja. Du hast auch gestern gesagt, das fand ich sehr interessant, dass es auch vielen darum geht, dass man das wichtig, dass man jetzt nicht aufs Geld schaut, sondern das wichtig ist, dass man merkt, bei dem anderen kommt das irgendwie auch an und dass die Entschuldigung, nicht nur deine Entschuldigung, tut mir leid, sondern dass das ehrlich verstanden wird, dass das ein Problem war. Also gehen wir auch hin zu zum Beispiel rassistischen oder homofeindlichen Übergriffen. Das Wesentliche wäre ja, dass die Leute irgendwie mitkriegen, das war jetzt irgendwie falsch. Ja? Also dass es zu einer Veränderung im Denken führt. Jetzt ist das Gesetz kein Gedankencontroller. Ja? Wir sind nicht die Gedankenpolizei. Und wenn jemand rassistisch denken will, dann wird er es weiterhin tun. Aber das Gesetz bietet zumindest Einhalt und teilt einmal mit, hey, das ist einfach rechtswidrig. Ja? Und das bringt ein bisschen eine Autorität rein und auch, und ich hoffe immer, dass das Recht dann Bewusstsein schafft. Und wir haben das in vielerlei Hinsicht gesehen. Also gerade beim Thema sexuelle Belästigung wissen wir nach 30 Jahren, wo wir mit dem Thema schon befasst sind, dass das heute nicht mehr in den Unternehmen marginalisiert wird. Im Gegenteil. Dann gab es einen Fall von Frau R., die war oder ist Lehrling in einem technischen Betrieb, wurde sexuell belästigt. Und das hat dann dazu geführt, dass der Belästiger am Ende des Tages entlassen wurde. Also diese Fälle gibt es auch. Genau, das ist eben eine Maßnahme, die zu setzen sein könnte. Wie gesagt, es muss nicht immer in eine Entlassung münden. Es kann auch eine Verwarnung sein, das kommt halt immer auf den Übergriff an. Aber wenn natürlich etwas passiert, und das ist auch so, es ist eigentlich jede Diskriminierung auch möglich, einen echten Change-Prozess im Unternehmen zu starten, in der Kultur. Ja? Also wirklich das zu verbessern. Und sind diese, wenn sowas passiert, ist es dann, das klingt vielleicht blöd, aber ein guter Moment, eine gute Gelegenheit, damit eben genau so umdenken. Unbedingt. Das passiert. Ist gar nicht, also genau da versuchen wir auch reinzufahren, weil natürlich ist es gut, wenn Unternehmen von sich aus sagen, wir wollen uns jetzt mit dem Thema Diskriminierung beschäftigen, aber wir wissen alle, dass das so im Alltagsradl vielleicht nicht unbedingt das Top-Thema sein könnte. Aber wie gesagt, solche Anlässe bringen natürlich
Unternehmen dazu, das sich genau anzuschauen. Ja, es ist eine Hörerinnenfrage auf Instagram gewesen. Welche Prozesse kann man denn im Unternehmen etablieren, damit man da vorbeugt und dann keinen Fall bei euch? Also wenn Sie auf unserer Homepage finden, Sie auch so ein kleines Heftel, Abhilfemaßnahmen bei sexueller Belästigung. Da sind auch viele Ideen drinnen. Wesentlich ist einmal, dass man gewisse Do's und Don'ts weiß. Also dass man zum Beispiel nicht, wenn eine Betroffene mit Belästigungsvorwürfen kommt, dass man sagt, na dann reden wir mal drüber und jetzt nehmen wir den Belästiger rein, dann nehmen wir sie rein und dann führen wir ein Gespräch zu dritt. Das ist eigentlich ein ziemliches No-Go, weil erstens ist es doch eine vertrauliche Handlung zu sagen, mir ist das passiert und man kann dann die nicht neben den setzen. Man weiß nicht, was da passiert ist genau. Das ist, also da passiert meistens was Schlechtes, nämlich dass noch einmal eine Art von Diskriminierung passiert. Der bestreitet das, das wird dann noch einmal mehr. Also wichtig ist zum Beispiel von den Prozessen, wissen die Führungskräfte erstens genau, dass sie handeln müssen. Gibt es genug gibt es Ansprechpartnerinnen, Ansprechpartner im Unternehmen auch, wo ich das überhaupt deponieren kann? Ist es überhaupt ein Top-Down-Thema? Ja, also Prozesse fangen ja auch bei der Kultur grundsätzlich an. Das heißt, gibt es irgendeine Haltung im Unternehmen, sowas darf, also wenn sowas passiert, dann werden wir uns drum kümmern, weil sowas darf nicht passieren, ist halt immer ein bisschen schwierig. Wir sind alle Menschen und es kann immer irgendwas passieren. Ja? Mhm. Und dann kann es natürlich auch sowas geben, wie wir führen da intern eine Beschwerdestelle ein. Ja, das muss man auch sehr gut begleiten. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber das kann natürlich auch eine Möglichkeit sein. Aber wesentlich ist, dass ich weiß, wo kann ich mich hinwenden im Fall des Falles? Wer ist dafür zuständig? Und dass die sich damit auch befassen, also einerseits die Führungskräfte, aber auch natürlich, wenn es so Ansprechstellen gibt, dass die auch gut geschult sind, dass die wissen, wie die Mechanismen von sexueller Belästigung laufen, weil es hat einen immanenten Machtübergriff in sich. Man muss wissen, wie das funktioniert. Und man sollte auch wissen, was so Anzeichen sind von Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, denen es passiert. Da gibt es nämlich Anzeichen. Also es gibt sowas wie, die ziehen sich aus dem sozialen Leben zurück, die nehmen wo nicht mehr teil, die verschließen sich mehr. Also das heißt, es gibt diese Anzeichen, die das Thema auch zeigen. Ja. Zwei HörerInnen haben auch ihre persönliche Erfahrung berichtet. Darauf würde ich gerne mit dir eingehen. Eine Hörerin hat gesagt, sie ist Lehrerin und hat ein Vorstellungsgespräch gehabt und hat den Job binnen einer Minute gehabt, was sie irgendwie verwundert hat, dass das so schnell ging. Nachher hat sie mit einem Kollegen geredet und der hat gesagt, ja, der Direktor findet sie so hübsch und hat gesagt, die müssen wir unbedingt zum Bewerbungsgespräch bringen. Hat sich nachvollziehbarerweise gleich mal unwohl gefühlt. Dann hat es immer wieder Kommentare gegeben. Dann ist eine Sportlehrerin gesucht worden, wofür sie keine Ausbildung hatte. Der Direktor hat gesagt, ja, du schaust eh so sportlich aus, das machst du. Und immer wieder gab es dann auch unangenehme Blicke, wenn sie mit dem Rock in die Arbeit gekommen ist. Und sie tut sich wahnsinnig schwer damit, im beruflichen Umfeld damit umzugehen. Und das sind ja dann viele Fälle, wo vielleicht im Graubereich, wo jetzt nicht klar ist, dass das rechtlich was Verbotenes passiert ist, oder? Also vom Gleichbehandlungsgesetz wäre es rechtlich klar, weil diese Reduzierung auf das Körperliche, das sexualisierte Verhalten ist da, die Würdeverletzung ist da, unangebracht, anstößig im Arbeitsleben ist da und für sie selber ist es auch unangenehm. Ja? Also wenn ich es jetzt so schnell abklopfe, ist es tatsächlich eine sexuelle Belästigung. Ja? Die muss nicht verschuldet werden. Wir brauchen hier kein Verschulden vom Gegenüber. Dieses Ich wollte das gar nicht, ist eigentlich keine Ausrede, sondern es geht irgendwie darum, bewirkt oder bezweckt natürlich im schlimmeren Fall, aber bewirkt dieses Verhalten das. Und ein ganz wesentliches Element, das du da angesprochen hast, ist eben dieses das Reduzieren von Frauen, kommt halt bei geschlechtsbezogenen oder sexistischen Belästigungen vor, oder sexuellen Belästigungen vor, dieses Reduzieren von Frauen im beruflichen Kontext auf ihr Aussehen. Ja, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und dann auch dieses Nicht-Nein-Sagen, also nicht das Nein akzeptieren oder in ganz unpassenden Momenten einen Flirt anzufangen. Sowas wie beim Bewerbungsgespräch, wo ich den Job haben will, fragen, ob sie sind so eine nette Person, wollen sie mit mir essen gehen. Das ist also genauso Thema von sexueller Belästigung. Lehrerin muss man ansprechen. Wir haben in Österreich doch sehr viele Gleichbehandlungsgesetze, leider ein bisschen ein Zuständigkeitsdschungel, weil es gerade wahrscheinlich in der Schule könnte ich mir vorstellen, dass hier vielleicht ein Landesgesetz gilt oder sogar öffentlicher Dienst Bund, also das weiß ich nicht genau.
da sind wir sind eigentlich nur für die Privatwirtschaft zuständig, aber weil es eben so viele verschiedene Stellen gibt und wir den breitesten, sage ich jetzt mal, Umfang haben, sind wir auch eine Clearingstelle. Das heißt, wenn die Person jetzt nicht genau weiß, wo sie sich hinwenden soll, dann ist es auf jeden Fall einmal gescheit, sich zu uns, an uns zu wenden und von uns die Stelle auch wirklich erfahren zu können. Das ist auf jeden Fall garantiert. Mhm. Natürlich ist es, was die Person auch anspricht, und das ist natürlich ein Schritt, ist die Frage, entweder es sich beraten lassen und es auch wirklich zum Thema zu machen und zu sagen, das ist eigentlich rechtswidrig und das geht nicht, ja? Oder eben wirklich zu eskalieren und von außen quasi intervenieren zu lassen. Ja, das muss man in einem umfassenden Gespräch mit eben einer Vertrauensperson im Sinne von Gleichstellungsanwältin oder so durchbesprechen. Und es ist auch immer so, und das ist mir ganz wichtig auch nochmal zu sagen, dass die Person selber es auch steuert. Ja, also wir beraten, ja, wir zeigen auf, was möglich ist, was die möglichen Chancen sind, was vielleicht auch Risiken sind, aber es muss die Person selber schon entscheiden können, und das tut sie auch natürlich. Also muss ich nicht fürchten, wenn man jetzt mal mit so einem Fall zu euch geht und man weiß noch nicht genau, möchte man jetzt irgendwas machen, dann hat man immer selber die Hoheit. Ja, immer selber, das ist ganz klar, also nichts geht da los, was nicht losgehen soll. Was aber auf jeden Fall toll ist, ist, dass jeder Fall zu einer Veränderung führen kann, weil wir trotzdem die Fälle dann kennen und Mechanismen ausmachen können und damit einfach auch was anstoßen können. Ja, also es ist jedenfalls immer wert, einen Fall zu erzählen. Mhm. Ja. Das hast du mir auch gestern gezeigt, so eure Formulare, ja. Die jetzt nicht so spannend sind, aber was spannend ist, es wird alles anonym aufgezeichnet und statistisch erhoben, und man kann dann, indem man einfach nur mal das schildert, dazu beitragen, dass das sichtbar wird in der Statistik. Und genau. Also eine wichtige Aufgabe von uns, also es gibt ja so Gleichbehandlungsstellen in ganz Europa, das ist auch, wir sind so ein bisschen die Watchdogs von der EU, dass Gleichbehandlungsrecht auch umgesetzt wird. Und da braucht es Daten. Ja? Also das eine sind die Geschichten, das ist ein ganz wesentlicher Faktor, das andere sind die Daten. Ja? Und wir haben eben natürlich gemäß dem Datenschutz alles anonymisiert und wir zeichnen das auf und die Leute kriegen von uns eine Info darüber, aber es geht nicht raus. Ja. Und du hast jetzt gesagt, um bei dem Fall der Lehrerin zu bleiben, man könnte es auch eskalieren lassen und von außen intervenieren. Das wäre auch etwas, was ihr machen könntet. Genau, also wir sind eigentlich im Vorfeld sehr aktiv. Wenn man so schaut, bei unseren Anfragen gehen eigentlich nur 10% wirklich zur Gleichbehandlungskommission und noch einmal ein bisschen weniger sogar vor Gericht. Das heißt, dass eigentlich dieses im Vorfeld, also wir schreiben, was heißt intervenieren? Wir schreiben einfach ein Schreiben an den es angeht, ja, entweder dem Belästiger, Belästigerin oder eben dem Arbeitgeber, oder wir können ja auch ein bisschen weg vom Arbeitsleben gehen. Es gibt auch einen Diskriminierungsschutz beim Zugang zu Gütern und Dienstleistungen, sprich, was weiß ich, bin im Fitnesscenter diskriminiert worden oder bei einem Hotel oder wo auch immer. Und dann schauen wir mal, was da zurückkommt. Und wir können Auskünfte verlangen. Das ist bei Entgeltdiskriminierung oft ganz wichtig. Und mit den Informationen oder den Reaktionen, die wir haben, können wir dann auch in Vergleichsverhandlungen gehen, sprich in auch Verhandlungen, wie man das Ganze vielleicht löst. Ja? Und idealerweise gibt es dann schnell Einsicht und der Direktor ändert sein Verhalten, vielleicht auch Strukturen und lernt was draus. Aber so wie ich die Menschen kenne, gibt es sicher auch viele Fälle, wo es dann eher sehr unangenehm wird im Betrieb. Und das ist auch immer die Frage, lässt man es eskalieren? Weil fühlt man sich dann noch wohl, wenn mein Chef... der vielleicht, wenn man neu ist, meine Kollegen auch alle schon 20 Jahre kennt, und jetzt bin ich da quasi die Probleme macht, so könnte man es. Ja, also das ist immer schon auch dieses Ding, ne? Die diskriminierte Person wird immer als erstes mal so dargestellt, dass die macht jetzt, bevor die gekommen ist, hat es dir das nicht gegeben. Der Punkt ist der, Kultur fängt vorher schon an, das heißt, es hat sicher vorher schon was gegeben, weil der fängt nicht mit einer Person an, sondern das ist eben, der baut seine Machtposition aus, weiß, er kann sich's leisten, sieht dieses Privileg als sein Recht an und macht auch weiter. Gerade bei Schule und so ist es einfach auch wesentlich, dass es halt Aufsichtsorgane gibt, Institutionen, die mit uns gemeinsam in den Kampf gegen Diskriminierung sozusagen fortsetzen, ja, weil
eine alleine wird das so nicht auf die Reihe kriegen. Ja? Und das ist eben ganz, ganz wichtig. Oder es ist auch vielleicht nicht eben gut jetzt nur, dass die Person selber das angeht, sondern wesentlich wäre halt, dass die Institutionen selber drauf schauen. Also sprich, dass die Institutionen sogar regelmäßige Schulungen machen und der vielleicht irgendwann mal draufkommt, hallo, oje, das ist vielleicht eine Dienstaufsichtsbeschwerde, kann da vielleicht kommen oder vielleicht kann da irgendwas passieren, ja? Mhm. Wenn das rauskommt. Also das ist schon das Wesentliche. Das ist halt nicht, das ist halt immer dieses unter der Duchend. Ne? Es darf nicht unter der Duchend bleiben, weil dort kann natürlich Macht sich schön ausbreiten und alle glauben auch, es ist richtig. Das kommt nämlich dazu. Also wir hatten ja in den letzten Jahren immer wieder so Fälle, wo Leute jahrelang das gemacht haben und niemand was gesagt hat und dann wird das so normal. Ja? Und wir als Gleichbehandlungsanwaltschaft können diesen Kreislauf natürlich durchbrechen. Für die Person, die es anfängt, ist es aber meistens am mühsamsten. Ja. Und ich kann natürlich aus dem Nähkästchen plaudern, es sind oft Leute, die dann schon gegangen sind und sagen, so, aber jetzt mache ich was. Aber es gibt viele Leute, die sagen, das ist jetzt so oft da passiert und ich möchte, dass es nicht mehr passiert und ich möchte auch, dass es anderen nicht mehr passiert. Das ist auch eine wichtige Triebfeder von Menschen, was zu tun. Der Fall der anderen Hörerin, vielleicht gehen wir noch kurz darauf ein, was, glaube ich, auch was nicht so Seltenes ist. Die arbeitet in einem männerdominierten Umfeld und da gibt es immer wieder sehr übergriffige, sexistische Kommentare. Und wenn sie sich dann drüber aufregt, dann heißt es nur, ja, die versteht keinen Spaß und die ist so bieder. Und wenn sie sich da beschwert hat, dann ist sie, hat sie auch immer gemerkt, jetzt wird sie dann schlechter behandelt. Hast du Tipps für Leute, wie man in so Situationen? Wie gesagt, also auch da, ich meine, das, was passiert ist, ist im Gleichbehandlungsgesetz erfasst. Ja, ich meine, ich glaube, das eine ist einmal trotzdem vielleicht zu einer Beratung zu kommen, weil ich mit einem anderen Mindset zurückgehe. Weil der Trick 17 ist der, zu sagen, du bist ja nicht so lustig. Wir haben da so eine schöne Kultur von Sexismus, Rassismus, Homofeindlichkeit und du machst nicht mit. Also das ist ja, du bist ja die Spaßbremse. Ne? Also dass man mal auch aus dem ein bisschen rauskommt, dass man eine Außensicht hat. Das ist trotzdem, also auch wenn es ein kleiner Schritt ist, aber ich glaube, es ist ein wichtiger Schritt. Und dann geht es halt darum, Verantwortungen einzufordern. Gibt es einen Betriebsrat im Unternehmen? Gibt es Vorgesetzte? Und natürlich das Lustige ist immer, es ist zwar das Erste, habe ich immer so das Bild vom Kaisers neue Kleider, der schreit, da war was, sagen alle, na, da ist nichts. Aber irgendwer Zweiter fängt dann auch an und es kommt oft was ins Rollen. Ja? Man muss sich die Situation anschauen. Natürlich ist das immer eine total schwierige Situation, aber wenn ich mir selber zumindest sicher bin, dass das, was ich spüre, okay ist und richtig ist und dass es eine Würdeverletzung ist, dann passiert auch schon was. Also das sollte man nicht außer Acht lassen. Und sonst natürlich kann das dort nicht bleiben, braucht es im Unternehmen Leute, die da mittun und die in die Verantwortung gezogen werden. Das hast du gestern auch ganz interessant beschrieben, dass so ein Effekt, wenn man zu euch kommt und das thematisiert, unabhängig davon, was dann mit dem Fall wirklich weiter passiert, dass es dazu führt, dass man sich, was in so Fällen ja auch häufig passiert, dass man sich dann nicht selber abwertet und sagt, ja, ich verdiene das, dass mich der so deppert behandelt oder ich habe versagt, sondern dass man das thematisiert mit euch, dass das Unrecht ist und dass das, dass die Schuld bei wem anderen liegt und nicht bei einem selbst. Genau, und was auch passiert, also wir versuchen ja auch zu erklären, dass Diskriminierungen oft sehr unbewusst ablaufen. Ich meine, richtig grausliche Übergriffe sind nicht unbewusst, aber es gibt natürlich auch viele so Bemerkungen, Abwertungen, die oft sehr unbewusst laufen, weil wir eben alle in Stereotype und Vorurteile denken. Und es ist wichtig, dass man auch weiß, dass man irgendwie quasi, dass man das nicht, mir das nicht eben als Frau passiert, weil ich jetzt schlechter bin, sondern dass es, dass ich eigentlich Teil von so einem strukturellen Problem bin, ja, dass das quasi, das entlastet ein bisschen, sagen wir mal so, es entlastet ein bisschen, wenn ich sage, das gehen wir es anders an. Wenn zum Beispiel jetzt bei Entgeltdiskriminierung dieser flapsige Spruch, der oft kommt, so, na, der wird einmal mehr leisten als du, ja, dann gibt es natürlich auch so ein Erleben, das ich ja als sozialisierte Frau vielleicht kenne, na, irgendwie sind die Männer ein bisschen besser und ich kann das nicht so gut oder so, ist auch im Wandel, aber ich sage es jetzt mal so platt.
Und ich lasse mich niedermachen und glaube das. Ja? Wenn die Person zu uns kommt, wird sie von uns hören, das ist eines der klassischsten Möglichkeiten, Frauen beim Entgelt zu diskriminieren. Sie ist auch verboten, es gibt sogar ein EuGH-Urteil. Ja? Und damit kann ich dem auch vielleicht lustig, vielleicht sehr klar entgegenhalten und sagen, wieso, woher weißt du, dass der irgendwann einmal mehr leistet? Was ist denn mit den Leistungen, die ich jetzt gemacht habe? Ja? Natürlich wäre ich auch schwieriger, ich wäre vielleicht auch nicht die, aber es kann was bewirken. Ja, und also es ist dann verboten gesetzlich, wenn zwei Menschen dieselbe Arbeit machen, der eine Mann, der andere Frau, dass die Frau weniger dafür bekommt. Genau, also grundsätzlich gleicher Lohn für gleiches Entgelt ist ja wirklich auch ein Dauerbrenner. Damit hat die Gleichbildungsanwaltschaft übrigens auch begonnen. Ja, das sieht man auch ein sehr lustiges Pickerl, das wir am Anfang hatten, wo man gesehen hat, wie erreicht man uns. Das war 1991 und da war eigentlich das Thema gleicher Lohn für gleiche Arbeit und gleichwertige Arbeit das Top-Thema. Und wie kann man das? Ist noch, Entschuldigung. Ja, ist es noch, also ist noch immer ist wichtig. Natürlich noch ein wichtiges Thema. Ja. Nicht das Top, aber es ist doch ein wichtiges Thema. Und wie kann man das dann durchsetzen oder wie kann man das so gut vergleichen, wie jetzt der Job vom einen mit dem anderen gleichwertig ist? Also das ist dann die Hardcore-Aufgabe der Gleichbehandlungsanwältin. Erstens mal haben wir etwas, das ist so ein bisschen Unique Selling Position, wir haben Auskunftsrechte dafür, weil eine der größten Hürden bei der Einkommensdiskriminierung ist, überhaupt die Informationen zu kriegen. Wir haben Auskunftsrechte, wir müssen diese Auskünfte auch bekommen und es gibt in Österreich sowas in der Privatwirtschaft wie Einkommenstransparenz. Nicht, also da wäre Luft nach oben, aber es gibt zumindest sowas. Das heißt, Unternehmen ab einer gewissen Größe müssen aufschlüsseln, wie viel Männer und Frauen in vergleichbaren Situationen, also sprich in den Lohngruppen, verdienen. Und da kann man sich das so horizontal und vertikal anschauen. Das trägt auch dazu bei, zu schauen, gibt es da strukturelle Muster, dass die Frauenjobs weniger und die in den Jobs die Frauen weniger verdienen oder auch so vielleicht die Frage ist, warum sind denn alle Frauen in der niedrigeren Lohngruppe, ist da irgendein Problem oder so. Und das ist eben wirklich unsere Aufgabe. Also da geht es auch viel um Recherche, wo die Person selber das gar nicht allein kann. Ja? Also bei Belästigung geht es sicher stärker um das, was sie vorbringt und bei sowas geht es sehr stark darum, dass wir unsere Waffen sozusagen auspacken, wenn ich es ein bisschen martialisch sagen, und das ist eben das Auskunftsrecht und hier nachfragen und nachbohren und schauen. Wir kommen zu einem anderen Fall. Zwei minderjährige Flüchtlinge wollen ins Fitnessstudio und dürfen nicht rein. Genau, also das ist ein recht neuer Bereich, obwohl es auch schon seit 2004 im Gesetz ist. Aber irgendwann hat sich das gedreht in Richtung nicht nur Arbeitswelt ist diskriminierungsfrei, sondern überhaupt unser Alltagsleben, sprich Zugang zu Gütern und Dienstleistungen, Wohnraum ist da drinnen. Und hier haben wir jedenfalls einen umfassenden Schutz vor Rassismus, ja? Auch vor Geschlechterdiskriminierung, vor Rassismus. In solchen Fällen aber nach wie vor, es gibt eigentlich nur einen Schadenersatz. Jetzt haben wir in dem Fall, den du ansprichst, was sehr Feines geschafft. Wir haben nämlich dort das problematisiert, warum die nicht rein dürfen. Die haben sich doch irgendwie dann gedacht, naja, das ist vielleicht nicht mehr ganz zeitgemäß und außerdem ist es rassistisch und haben dann 5 Freikarten hergegeben. Und dann kommt es zu etwas, was es ja sein soll, nämlich zur Inklusion, ja. Das Zugeben, das Wiedergutmachen, das steht jetzt so nicht im Gesetz, aber das können wir natürlich mit Gesprächen schon auch erreichen. Nicht immer, aber es ist schön, wenn man es mal erreicht und darum ist es auch ein sage ich mal, so ein Happy End in dieser Ausstellung drinnen. Und wie war da die Kommunikation mit denen? Haben die das irgendwie begriffen? Das war sogar am Telefon. Also wir greifen durchaus auch mal zum Hörer. Also manchmal geht es auch darum, wirklich die verantwortliche Person, mit der mal face-to-face zu reden. Es tut ja viel leichter, wenn man wen diskriminiert, wenn man damit nicht konfrontiert wird. Und man wird durch uns, durch Schreiben konfrontiert, aber manchmal auch wirklich durch einen Anruf. Und man wird in der Gleichbehandlungskommission auch damit konfrontiert natürlich. Vielleicht mehr sogar als vor Gericht. Ja. Anderer Fall, ein schwarzes Kind im Schulbus, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist vom Busfahrer immer wieder segiert worden und überkontrolliert worden. Ja, das hat sich sehr aufgeschaukelt. Das war ein Fall, wo wir natürlich eine rassistische Grundhaltung uns, sagen wir mal, vermutet haben. Ja? Und es ist dann dazu gekommen, dass der Bub, die Mutter,
das Unternehmen und der Busfahrer mit uns sich auf einen Tisch gesetzt haben. Im Comic sieht man eine Schaukel, was das auch ganz gut, der Bub in der Mitte und auf den beiden Enden sozusagen die unterschiedlichen Positionen. Natürlich, kurze Erklärung, ja, Comic genau, also alle, bei der Ausstellung. Alle Fälle sind in Comiczeichnungen und es gibt viele Hörstationen, wo die Betroffenen auch reden, auch die Gleichbehandlungsanwältinnen. Aber kommen wir zurück zu dem Fall, dass natürlich hat der Bub irgendwann einmal auch genauso ausgepackt und gesagt, sie sind ein Trottel oder was auch immer, ich weiß es jetzt nicht mehr. Wie alt war der Bub circa? Der ist so jung, also 10, 12, sowas in der Art. Und das also ist auch Zugang zu einer Dienstleistung, ne? Ist ja genauso ein Thema im Gesetz. Und in dem Gespräch kam es halt dann dazu, zu gewissen Einsichten. Es wurde nicht klar gesagt, naja, wir haben diskriminiert. Aber zumindest gab es eine Entschuldigung. Umgekehrt hat auch der Bub gesagt, okay, ich habe da auch überreagiert. Jetzt ist das natürlich immer so ein bisschen die Frage, was kommt bei was raus? Faktum ist, das wurde thematisiert, er wollte jetzt auch nicht mehr machen, er wollte kein Verfahren und die Mutter auch nicht, aber der Bub wurde nicht mehr oder wird jetzt auch nicht mehr kontrolliert. Es ist auch so, dass wir das dann natürlich schon auch, also wir rufen dann schon auch nochmal an und fragen nach 3 Monaten, wie schaut es denn jetzt aus? Und das hat sich sozusagen stabilisiert, beruhigt. Aber das sind so Alltagsrassismen, wo auch ein bisschen in der Geschichte rauskommt, dass natürlich der schon sich bewusst ist, es kann ihm immer wieder passieren, ja. Aber er ist sich vielleicht auch bewusst, es gibt eine Stelle, die zumindest da auch versucht, das dem Einhalt zu gebieten. Und man kann sich an die wenden. Ja? Und man wird dort auch ernst genommen. Also das ist auch das Wichtige, ne? Das wird ernst genommen. Und ja, also in dem Fall hat es geklappt, dass dieses Berlustrieren sozusagen da aufhört. Mhm. Ja? Dass ein gewisses Einsehen vielleicht da war. Er hat so gesagt, das hat er überhaupt nicht rassistisch gemeint. Und das ist ja auch unbewusst. Ja? Also man muss leider auch sagen, die wenigsten machen sich das dann wirklich bewusst. Aber trotzdem könnte ja was im, wenn man ein Verhalten ändert, auch was passieren. Ja? Vielleicht auch unbewusst. Ein ganz häufiger Fall, den man immer wieder hört von Flüchtlingen oder allgemein People of Color, ist so der Klassiker, man kommt nicht in die Disco oder in den Club rein. Gab es da auch Fälle und gibt es da immer Handhabe? Das ist ein, ja, also natürlich hat Corona jetzt diese Fälle reduziert, aber nicht, weil sie nicht passieren, sondern weil die Lokale nicht offen waren. Das ist leider, das ist sogar, wir reden ja oft auch von Mehrfachdiskriminierung und das ist ein sehr klassischer Fall von so einer, das nennt man dann Intersektionalität zwischen männlichem Geschlecht und eben in Anführungszeichen fremdes Aussehen. Ja? Und das betrifft Männer viel häufiger als Frauen, wenn nicht sogar eher überhaupt. Und wir haben da Folder gemacht, wir haben mit verschiedenen Diskotheken auch sind wir ins Gespräch gekommen, weil das Blöde ist halt das. Ich meine, wenn ich dort nicht reinkomme, das wende ich mich jetzt an die, erstmal weiß ich es, das ist die erste Frage, aber auch wenn ich es weiß, wende ich mich jetzt an die Gleichbehandlungsanwaltschaft und fordere einen Schadenersatz ein. Ich will ja eigentlich einen netten Abend. Das heißt, in solchen Fällen wäre es einerseits wichtig, dass wir Klagsrechte haben wie Verbandsklagerechte, also wenn jemand so eine diskriminatorische Haltung hat immer wieder oder so eine sowas immer wieder macht, dass wir da eine Unterlassungsklage machen könnten. Das wäre sicher sehr wesentlich in solchen Fällen. Andererseits, was wir jetzt machen können schon, sind so Empfehlungen abgeben und zu schauen, ob man nicht über die Innungen, über die Wirtschaftskammer diese Unternehmen quasi so proaktiv anhalten kann, so eine Erklärung zu unterschreiben, dass sie das nicht machen. Ja? Da weiß man dann auch, es wird drauf geschaut. Es ist natürlich alles immer so ein, also wir suchen uns quasi einer gerechten Gesellschaft anzunähern. Natürlich sind es immer kleine Schritte, aber sie sind wichtig und man muss immer wieder drauf schauen und sie weiterverfolgen. Ja, du hast gestern gesagt, beim Thema Sexismus oder ist das Bewusstsein schon stark gestiegen, auch wenn er natürlich noch immer existiert. Beim Thema Rassismus begegnet dir das aber sehr häufig, dass dann, auch wenn Menschen konfrontiert werden, dass da jetzt kein Einsehen gibt oder dass das nicht klar ist, dass das jetzt Unrecht ist, was man da macht. Ja, also da habe ich das Gefühl, dass noch mit sehr viel Brust und der Überzeugung das N-Wort verwendet wird oder rassistische Vorurteile so leicht von der Zunge gehen. Ja? Es ist nicht so, dass es im Sexismus nicht ist, aber man fühlt sich eher beobachtet und denkt sich, ah, das war jetzt vielleicht nicht so gut.
Bei Rassismus ist das sicher noch zu wenig. Also ganz. Also überhaupt einmal, weil dass es dann trotzdem passiert, das kann man nicht verhindern, aber dass man zumindest nicht von so Mindsets ausgeht, die sagen, naja, es passt eigentlich eh. Und ich bestimme halt, wie ich wen benenne. Und ich finde da, ich bin ja eh nicht rassistisch, aber. Ne? Also das ist natürlich häufiger. Ja. Anderer Fall, Frau A. bewirbt sich bei einer Reinigungsfirma für einen Job und bekommt eine Absage wegen ihrem Kopftuch. Mhm. Genau, also Kopftuch ist eine, also diese Zugangsbeschränkungen von Frauen, die muslimischen Glauben haben und das Kopftuch tragen, passiert halt immer wieder. Wir haben Gott sei Dank das uns sehr stark mit der Community auch verbunden. Das heißt, wir haben sehr viele Frauen, die sich in solchen Situationen an uns wenden, worauf wir schon auch stolz sind, weil Frauen oft das Recht nicht so in Anspruch nehmen. Da gibt es viele, viele Studien. Genau, und das ist also zum Thema Religion und auch ein bisschen Mehrfachdiskriminierung, sprich, da kann ethnische Zugehörigkeit reinfließen, da kann Geschlecht reinfließen. Also zu diesem Bereich, da gibt es wirklich die häufigste Diskriminierungsform ist, ich kriege den Job gar nicht, nur weil ich ein Kopftuch trage. Also das, was am Kopf ist, ist viel wichtiger, als was im Kopf ist. Das ist nicht mein Spruch, das ist aus der Community, aber ich finde, der trifft es wirklich toll und gut. Es gibt dazu ein OGH-Urteil auch, das sehr differenziert sagt, wie ist das mit der Vollverschleierung. Da kann es natürlich einen Anspruch des Arbeitgebers geben, aber das Kopftuch alleine kann kein Problem sein. Wir haben eine Diskriminierungsfreiheit aufgrund der Religion. Warum, wieso, wer was tragt, das muss eigentlich wurscht sein. Ja? Mhm. Ich hatte selber mal einen Fall, ich habe einen Flüchtling betreut, in Somalia, dem habe ich versucht zu helfen, meine Lehrstelle zu finden, was ziemlich mühsam war, weil es erstens rechtlich schon mal sehr schwierig ist, dass man überhaupt, wo man überhaupt arbeiten darf, schon mal das Erste, aber dann über ein paar Kontakte habe ich herumtelefoniert und dann haben wir eine Stelle gefunden, für die er super geeignet war, zunächst war das irgendwie auch positiv und dann ist aber nie was nachgekommen. Und dann habe ich da mal nachtelefoniert bei dem verantwortlichen Herrn. Und der hat dann lange herumgeredet. Ich habe schon gedacht, das ist ganz, ganz komisch. Und ich wollte einfach wissen, wie ist der Stand der Dinge. Und der hat dann gesagt so, ist eh schön und gut, dass Sie sich da so einsetzen, aber setzen Sie sich für die Österreicher ein und nicht für den. Und das... Also es war irgendwie klar, dass der da jetzt irgendwie keine Chance hat, weil er dunkel ist oder weil er Flüchtling ist. Und ich war nicht der Betroffene, aber ich habe mich so ohnmächtig gefühlt und so, so ein Unrechtsgefühl. Kann man in so Fällen, hätte ich da was machen können, reicht das schon? Ich habe da eine Gesprächsnotiz gemacht. Ist sowas genug? Ja, also ganz wichtig ist, dass wir Beiständer haben oder Alice, ja, so wie du das jetzt auch beschrieben hast. Ja. Ja, also man könnte hier eine Diskriminierung bei der Begründung eines Arbeitsverhältnisses machen, auch in den Fällen, die ich vorher beschrieben habe, mit den Frauen, die Kopftuch tragen. Wir haben nur da ein paar Probleme. Einerseits ist es manchmal nicht so leicht beweisbar, wenn du das quasi trotzdem nochmal mitschreibst und eine Gesprächsnotiz, das ist immer ein wesentlicher Beweis. Aber wir haben da ein Problem, nämlich, dass wir keinen Vertragszwang einklagen können. Also wir können den nicht reinklagen. Ja, weil das ist ja das, was eigentlich der wesentliche Punkt wäre, sondern wir können eigentlich nur einen Schadenersatz verlangen. Ja? Und das ist unbefriedigend. Und da finde ich, also da gibt es verschiedene, zum Beispiel verschiedene Möglichkeiten, auch proaktiv was zu machen. Es gibt, mir fallen gerade zwei Vereine ein, TransX und auch Sprungbrett, die auf verschiedenen Ebenen, also Sprungbrett zum Beispiel ist ein Verein, der sehr lang da ist, der versucht, Mädchen in nicht traditionelle Bereiche reinzubringen und dann auch begleitet die Betriebe, die Mädchen, also mit den Betrieben Vereinbarungen trifft. Wir werden jetzt Automechanikerinnen einstellen, wenn man das so plakativ sagen will. Und auch bei Inter- und Transpersonen gibt es solche Vereine. Das ist, also wir sind ja nicht die Einzigen und Gott sei Dank, weil das könnten wir gar nicht, die gegen Diskriminierung kämpfen. Aber man sieht, man braucht zum Beispiel in solchen Situationen auch Vereine, die vielleicht mit Unternehmen Vereinbarungen treffen, ja, weil es eben so schwierig ist und so viel Vorurteile noch da sind. Ja. Also es ist für jemanden wirklich schwer, da einen Job zu kriegen, wenn er fremd aussieht. Das ist so. Ja. Das muss man leider sehen.
Das kann natürlich nicht der Weisheit letzter Schluss sein, aber wie gesagt, Initiativen, NGOs sind in diesem Bereich ganz wesentlich. Natürlich auch Initiativen wie große NGOs wie die Caritas oder so. Ja. Aber auch dieses Bemühen. Und wenn man jetzt sagt, helfen es doch den Österreichern, dann muss man wirklich sagen, ja, das Diskriminierungsrecht hilft auch Österreichern. Wir haben eine Altersdiskriminierung, das kann sehr schnell jemanden betreffen. Man kann sehr schnell auch in einer diskriminierenden Situation sich wiederfinden. Man glaubt es gar nicht. Das natürlich gibt es da auch viele Privilegien, aber ich finde, was die Ausstellung auch sehr schön zeigt, ist, dass es immer wieder unterschiedliche Positionen geben kann, ja, wo ich selber betroffen bin oder vielleicht eben ich selber sogar auch diskriminiere unbewusst, weil ich es gar nicht check. Mhm. Ja. Du hast jetzt gesagt, so gut ist, wenn man gleich so eine Gesprächsnotiz anlegt, relativ schnell. Hast du sonst noch Tipps, wenn man entweder Betroffener ist oder das beobachtet, was da gut ist, schnell zu tun? Ja. Also wir haben zum Beispiel ein App, eine Gleichbehandlungs-App. Da haben wir so eine Vorlage drinnen, wo man sich genau aufschreiben kann, was passiert ist, weil man vergisst das. Ja, man verdrängt das auch, man will ja nicht sich das ganze Leben mit einer diskriminierenden Situation verderben. Ja. Das heißt, je schneller, desto besser, weil man darf nicht vergessen, erstens, wenn man wirklich ein Verfahren führt, dann kann das auch länger dauern. Ja, also keine Ahnung, ob ich mich in 3 Monaten noch erinnere, was da genau war. Das heißt, das ist immer wichtig. Und es auch vielleicht anderen erzählen. Und wir haben auch in Fällen zum Beispiel, das ist auch ein Beweis, wenn man in solchen Situationen zu uns kommt und es uns erzählt, wir machen eine Gesprächsnotiz und man kann sich diese Gesprächsnotiz dann auch abholen und selber, also wir geben es natürlich nicht her, aber ich habe eigentlich damit auch ein Beweismittel, weil ich es einer Stelle auch erzählt habe und die das genau mitgeschrieben hat und so weiter. Also wichtig sind, wir sind in einem Rechtsverfahren wollen Richter und Richterinnen das chronologisch, die wollen genau wissen, was passiert ist, die brauchen Details, um Beweise sichten zu können. Ja. Wie heißt die App? Gleichbehandlungs-App. Mhm. Ah, und wir sind auch auf Instagram übrigens, Wege zum Recht, dort findet man uns. Ich verlinke das dann alles noch in der Podcast-Beschreibung. Vielen Dank für deine Zeit, Sandra. Danke. Was nehme ich mir mit? Was Diskriminierung ist, ist in Österreich klar rechtlich geregelt, auch wenn es, so wie Sandra gesagt hat, noch einige ungeregelte Lücken gibt, dass es die Gleichbehandlungsanwaltschaft gibt und die Gesetze rundherum sagt dafür, dass Diskriminierung auch gesellschaftlich weniger akzeptiert ist und kann Betroffene in diesen schweren Situationen stärken. Ich bin als weißer Mann kaum von Diskriminierung betroffen, aber dass es diese Möglichkeiten in der Form gibt, war mir so nicht bewusst. Ich finde das toll, die wenigsten wollen jetzt gleich vor Gericht ziehen. Aber dass es hier mal vertrauliche Beratung gibt, dass die Leute dort oft auch zum Hörer greifen und zum Beispiel in der Firma anrufen und dort mit den Verantwortlichen reden, das alleine kann oft schon Wunder bewirken. Traurig ist, dass das Thema Rassismus laut Sandra in der österreichischen Bevölkerung noch immer als Bagatelldelikt gilt bzw. gar nicht als solcher wahrgenommen wird, während Sexismus zum Glück aufgrund der langen Auseinandersetzungen damit schon viel ernster genommen wird. Mehr dazu gibt's in Folge 119 von Erklär mir die Welt. Da erklärt ein Psychologieprofessor die Psychologie hinter Rassismus. Auch dazu passt Folge 118, da ging es um Black Lives Matter mit Mireille Ngosso. Oder etwa auch in der Folge 35, in der Hannah Herbst Feminismus erklärt hat. Wenn du Erklär mir die Welt regelmäßig hörst und wichtig findest, hilf bitte mit einem kleinen Betrag pro Monat mit auf www.erklärmir.at. Und dort dann auf Unterstützen klicken. Danke fürs Zuhören. Diese Woche kommt noch eine Folge und zwar die 3. Ausgabe meines neuen Podcasts Sonne und Stahl, die ich euch hier in den Erklär mir die Welt Feed reingebe. Bis dahin eine gute Zeit, euer Andreas. Erklär mir die Welt. Darf's ein bisserl Mord sein, ist der Nummer 1 True Crime Podcast aus Österreich. Spannend, informativ und unterhaltsam präsentieren wir Kriminalfälle aus aller Welt und quer durch die Geschichte. Genaue Recherche und Respekt vor dem Thema, gepaart mit einer Prise Charme, Humor und ein bisserl Wiener Schmäh.
Wir, das sind Franziska Singer und mein Dauergast Amrei Baumgartl und andere namhafte Gäste aus Wissenschaft und Kultur. Am Ende jeder Folge wartet was Schönes zum Schluss auf euch, damit die besprochenen Grauslichkeiten leichter verdaut werden können. Machen wir noch was Schönes zum Abschluss? Unbedingt! Was darf denn in deinem Kühlschrank nie fehlen? Hast du ein Lieblingswort? Wenn du mit dir zusammenwohnen würdest, welche Regeln würdest du aufstellen, damit es gut funktioniert? Hier findest du Fälle, von denen du noch nie gehört hast. Also, wie schaut's aus? Darf's ein bisschen Mord sein? Überall, wo es Podcasts gibt.